Es ist eines der außergewöhnlichsten Bauwerke der Welt. Ein Sehnsuchtsort. Auf der Spitze eines Berges überragt es majestätisch das Alpenvorland. Die Märchenfeste ist ein steingewordener Traum. Architektonisches Genie und bajuwarische Kitschkultur unentwirrbar verbunden. Schloss Neuschwanstein ist in aller Welt bekannt, ist ein Symbol auch für Deutschland geworden. Die Szenerie insgesamt in der Natur, mit dem Wald, mit den Bergen, das ist etwas, was wie in einem Märchen erscheint. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, da stimmt was nicht. Aufgeladen mit Sehnsüchten und Mythen. Untrennbar ist Neuschwanstein mit dem Schicksal des bayerischen Königs Ludwig II. Verbunden. Was ist Schloss Neuschwanstein? Es ist eine Reminiszenz, würde ich sagen, an das mittelalterliche Deutschland. Ludwig hat sich mit Neuschwanstein praktisch sich ein Denkmal gesetzt und auch der deutschen Geschichte ein Denkmal gesetzt und schlussendlich auch Richard Wagner, wenn man so will. Als er mit 18 Jahren auf den Thron kommt, gilt er als einer der schönsten Monarchen Europas. Alle Hoffnung ruht auf dem jungen König, Ludwig II. Sein mysteriöser Tod im oder am Starnberger See mit nur 40 Jahren als geistig Zerrütteter bietet viel Raum zum Spekulieren. Beginn eines Mythos. Jahrzehntelang gilt er als verrückter König. Leben und Tod des Märchenkönigs sind untrennbar mit seinem Schloss verbunden. Der unkonventionelle Bau und die tragische Geschichte seines exzentrischen Erbauers ziehen schon immer Neugierige an. Das ist ja kein deutsches Phänomen. Nur die Bayern, die schauen sich Neuschwanstein an, weil sie alle königstreu sind, sondern das ist ja wirklich ein weltweiter Hype. Neuschwanstein wird zum Synonym eines Märchenschlosses bis nach Disneyland. Mit 1,5 Millionen Besuchern gehört es zu den Top-Touristenattraktionen. Jeder will sein digitales Andenken mit nach Hause nehmen. Schloss Neuschwanstein ist das besucherstärkste Objekt und wir sind natürlich auch stolz darauf, dass wir das haben. Es ist uns besonders wichtig, es auch zu erhalten, zu vermitteln, aber auch den Besuchern hier einen einzigartigen Eindruck zu geben. Heute ist das Schloss mit 6.000 Touristen pro Tag an seiner Leistungsgrenze angekommen. Das, was wir an Schäden haben, ist zurückzuführen auf die Nutzung, auf die Museumsnutzung. Wenn man wahrscheinlich das Schloss einfach abgesperrt hätte, Vorhänge zu und stehen hätte lassen, dann wäre das wirklich nur so wie am ersten Tag. So bleibt der Erhalt durch die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung eine riesige Herausforderung. Neuschwanstein ist erst einmal ein Bauwerk aus der Zeit des 19. Jahrhunderts. Aufgeladen durch die besondere Art und Weise, wie Ludwig II. Darin ging, dass er im Grunde um sein Innerstes in Architektur umsetzte, seine Gedanken in Architektur umsetzte, dass man, wenn wir Schloss Neuschwanstein besichtigen, auch ein bisschen in der Seele Ludwigs II. Umeinander wandeln. Und das ist bei keinem mir bekannten anderen Bauwerk so der Fall. Seine Visionen faszinieren die Menschen bis heute. Der König ist getrieben. Nur im Bauen findet er Erlösung und Befriedigung. So erschafft er ganz besondere Bauwerke. Schloss Herrenchiemsee ist eine Hommage an Versailles.
Schloss Linderhof in den Bergen bei Oberammergau ist im Stil eines französischen Lustschlösschens erbaut. Über die größte Strahlkraft aber verfügt Schloss Neuschwanstein. Bauwerke eines verschwenderischen Königs oder Konzeption eines unverstandenen Genies? Wenn man sich eben veranschaulicht, allein anhand der Bauprojekte, was er alles gleichzeitig kontrolliert hat. Er hat ja seine Bauprojekte bis ins kleinste Detail überprüft und kontrolliert und entwickelt. Dann ist das allein schon genial. Am 25. August 1845 erblickt Otto Friedrich Wilhelm Ludwig von Bayern in Schloss Nymphenburg das Licht der Welt. Sein Rufname Ludwig, wie der Großvater. Einer, der sich bereits seit seiner Jugend mit Ludwig beschäftigt, ist Jean-Louis Schliem. Er ist Experte, Autor und Sammler. Mitte des 19. Jahrhunderts war der große Aufbruch in die technologische Zeit. Der Dampfkessel wurde erfunden. Mit dem Dampfkessel wurde natürlich alles bedeutend einfacher. Die Fabriken entstanden, damit entstand ein Proletariat. Das Proletariat sahen die Fürsten wieder als totale Gefahr für ihr eigenes Machtstreben an. Und aus dem braven Volk des Biedermeier wurde sogenannter Pulverfass, der den Königen oder den Herrschern an den Kragen wollte. Und in diese ganz wilde Zeit, wenn man so will, ist Ludwig hineingeboren worden. Erste Anzeichen für das kommende Ende der Monarchie als Staatsform. Ludwigs Vater Max II. Ist ein gewissenhafter König. Prinz Ludwig und sein kleiner Bruder Otto wachsen wohlbehütet auf. In den Sommermonaten leben sie hier in Hohenschwangau im Allgäu. Das Schloss ist ihre Spielwiese und ein Ort, die Fantasie schweifen zu lassen. Der Historiker Markus Spangenberg hat sich tief in die Materie eingearbeitet und Bücher über den König und seine Schlösser geschrieben. Die Mittelalterbegeisterung war im 19. Jahrhundert ein durchgehender Topos. Bereits Maximilian II., der Vater Ludwigs II., hat ja mit seinem Schloss Hohenschwangau dieses Mittelalter wieder aufleben lassen. In der Architektur und eben auch in den Wandmalereien. Und Ludwig II. Ist daher auch ganz Kind seines Vaters und Kind seiner Zeit. Schloss Hohenschwangau ist ausgeschmückt mit Bildern von mittelalterlichen Sagenwelten, regionalen historischen Ereignissen, edlen Rittern, in denen Gut und Böse klar gezeichnet sind. Ein Motiv im Schloss ist besonders präsent. Das Speisezimmer von Hohenschwangau kann man als Nukleus der Entstehung von Schloss Neuschwanstein verstehen. Weil hier in diesem Speisezimmer hat der Vater Ludwigs II., Max II., die Wandbilder ausgestalten lassen zum Thema der Schwanritter. Die Burg im Hintergrund hat Ähnlichkeit mit Hohenschwangau und es zeigt den Abschied des Schwanritters von seiner Familie, weil er den Ruf bekommen hat, einer unschuldig Verurteilten nun zur Rettung zu eilen. Man darf sich vorstellen, dass Ludwig hier saß. Ludwig hat also dieses Bild ständig vor Augen gehabt, immer gesehen. Er hat sich natürlich für alle Gemälde in diesem Schloss Hohenschwangau interessiert, für alle Sagen, Legenden, Geschichten, die hier zu Bilde kamen. Die Sagenwelten sind nicht nur für den jungen Prinzen Inspiration, sondern auch für Opern des Komponisten Richard Wagner. So auch für die Oper Lohengrin.
Am 2. Februar 1861 war Ludwig dann zum allerersten Mal in der Lage, die Oper zu erleben. Sein Vater hatte ihm das erlaubt. Ludwig war ja nicht einmal 16 Jahre alt, hatte ihm das erlaubt. Und man kann davon ausgehen, dass Ludwig zutiefst erschüttert war und emotional berührt war, quasi aus etwas Flachen von diesem Gemälde in Hohenschwangau, nun eine Person zu erleben, mit der Musik zusammen. Also ein Erlebnis, das wir uns heute, die wir ja so viel mit anderen Reizen so überfüttert sind, gar nicht mehr vorstellen kann. Ludwig war überhaupt von dieser Idee, dass jemand vom Gral kommend zu Hilfe eilt und ritterlich ist und dass hinter allem dann Gott steht, so fasziniert, dass er dann irgendwann später Richard Wagner einen Brief schrieb, wo er bestätigte, in Lohengrin ward die Liebe zu ihm als Richard Wagner eben gelegt. Die sagenhafte Welt des Lohengrin, von Liebe und Heldentum, zieht den romantisch verträumten Kronprinzen in ihren Bann. Doch plötzlich wird er aus diesen schönen Träumen herausgerissen. Denn sein Vater stirbt nach kurzer Krankheit viel zu früh. Im Alter von nur 18 Jahren wird Ludwig am 10. März 1864 zum König proklamiert. In riesigen Lettern schreibt er in sein Tagebuch: König. Sein Titel? Ludwig, von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Bayern, Franken und in Schwaben. Ludwig II. Ist ein konservativer Monarch gewesen, weil er auf der Tradition seines Hauses der Wittelsbacher bestand. Er hat gewusst, er entstammt einem alten Adelsgeschlecht. Das war ihm sehr wichtig. Er blickt auf eine über 800-jährige Familiengeschichte zurück. Er war wirklich überzeugt, meine Krone, meine Macht habe ich von Gott bekommen. Ich bin sozusagen eine Art Repräsentant von Gott auf Erden. Dieses Erbe prägt und trägt ihn. Doch niemand hat ihn wirklich auf seine Rolle vorbereitet. Sein großes Vorbild ist Ludwig XIV., der Sonnenkönig, der Inbegriff eines absolutistischen Herrschers in einem längst vergangenen Zeitalter. Sein ganzes Bestreben war eben, den Zustand vor der Französischen Revolution irgendwie wieder zu erreichen, wo einerseits keine Gewaltenteilung am Werk war. Das war für ihn höchst bedrohlich, also der Monarch, der von Gottes Gnaden selbstverständlich eingesetzt ist, muss ein Absoluter sein dürfen. Der darf nicht eingeschränkt werden durch Bedürfnisse seiner Untertanen. Eine Volksvertretung, die neben dem Monarchen irgendwelche Rechte hat, war für ihn unvorstellbar. Doch die Zeiten haben sich geändert. Das Bürgertum redet jetzt mit. Trotzdem würde Ludwig gewiss lieber alleine herrschen. Das Münchner Stadtbild wird seit 1806 von den königlichen Vorfahren des Wittelsbachers geprägt. Die prächtigsten Straßen, Plätze und Brücken tragen ihre Namen. Ludwigstraße, Maximilianstraße. Auch der junge König will sich baulich verewigen. Hier in der Mitte von München lässt er die Polytechnische Hochschule errichten, heute die Technische Universität München. Eines von vielen Beispielen, wie Ludwig mit großer Leidenschaft das Bauwesen fördert. Dr. Katrin Bäumler ist eine Spezialistin für Ludwigs Bautätigkeiten. Alle öffentlichen Bauten, alle Staatsbauten mussten in letzter Instanz von ihm genehmigt werden. Und er bestimmte die öffentliche Bautätigkeit einerseits durch die gezielte Vergabe von Grundstücken und die Ernennung von Architekten. Ludwig ist ein enthusiastischer Bauherr. Auch den Münchner Marienplatz gestaltet er mit, im Stil der damals modischen Neugotik. Das ist ein Plan,
zum Münchner Rathaus von Georg von Hauberrisser, das ja auch unter Ludwig II. In München errichtet wurde. Und zwar ist das gar kein Zufall, dass gerade in dieser Zeit so ein repräsentativer Rathausbau entsteht. Das neue Rathaus in München wurde ja in drei Bauabschnitten errichtet. Und der erste Bauabschnitt und die Wahl für den Architekten von Hauberrisser fiel unter Ludwig II. Nach des Königs Wunsch soll ein weiterer prunkvoller Bau das Stadtbild Münchens prägen. Konzipiert für einen Mann, den er uneingeschränkt bewundert und völlig haltlos finanziert, den Komponisten Richard Wagner. Also Wagner spielt eine wirklich sehr, sehr üble Rolle beim Erwachsenwerden Ludwigs, indem er ihn mit den verstiegensten und auch menschenverachtendsten Ideen gefüttert hat, hauptsächlich um hier in München selbst einen ihm gefügigen Mäzen aus Ludwig zu machen. Die Pläne des Monumentalbaus zeigen deutlich, wie sehr der König den Komponisten Wagner schätzt. Das ist einer der Originalpläne für das Festspielhaus in München, das Ludwig II. Gleich nach Thronbesteigung 1864 zu planen begann. Er beauftragte den Architekten Gottfried Semper. Das war damals der prominenteste Vertreter im deutschsprachigen Raum für die Neurenaissance. Er wollte ähnlich wie seine Vorgänger Maximilian II. Oder Ludwig I. in München eine Prachtstraße errichten. In diesem Fall sollte sie von der Residenz ausgehen und nach Osten ausfallen mit einer Brücke über die Isar. Und auf dem östlichen Isarhochufer sollte dann sozusagen als Point de Vue dieses Festspielhaus stehen, was eben ganz zugeschnitten war auf die Ideen Richard Wagners und den Ring der Nibelungen, den Wagner eben im Auftrag auch von Ludwig II. Vollenden sollte und den Ludwig II. Auch mitfinanzierte. Ein Opernhaus der Superlative. Das Festspielhaus war in dieser Hinsicht auch ganz neuartig, weil es eben eine ganz neue Raumkonzeption für ein Festspielhaus vorsah, nämlich eine tiefe Guckkastenbühne, einen versenkten Orchestergraben, dass er sozusagen für die Zuschauer nicht zu sehen war und, was damals ganz neu war und für uns heute selbstverständlich, einen verdunkelten Zuschauerraum, der amphitheatral angeordnet war. Und das alles zielte darauf ab, dass man sich möglichst intensiv in das Operngeschehen hineinversetzen kann. Doch die Realisierung wird gestoppt. Ludwigs Regierung stimmt gegen die Umsetzung des kostspieligen Plans. Die Realpolitiker hier am Bayerischen Hof haben relativ schnell erkannt, was Herr Wagner versuchte, nämlich Geld abzuschöpfen in größeren Mengen und den jungen König, unerfahren, hatte gerade seinen Vater verloren, suchte nach einer Identifikationsfigur, war begeistert von Wagners Musik, die ja auch sowas orgiastisch narkotisierendes hat, wie Nietzsche mal so schön gesagt hat. Der war diesem Manipulator ausgeliefert. Karikaturen zeigen einen dominierenden Richard Wagner mit Ludwig als seinem Handlanger. Der erste bittere Rückschlag für die hochfliegenden Träume des jungen Herrschers. Er konnte nicht mehr als öffentlicher Bauherr mit großer Geste wie noch seine Vorgänger in der Residenzstadt auftreten, was auch daran lag, dass sich einfach auch die Zeit und die Gesellschaft sehr verändert hatte. Also es gab eine generelle Erosion der Monarchie, die eben auch
die Befugnisse von Ludwig II. Sehr stark einschränkt. Und das sieht man eigentlich ganz schön, wenn man sich das chronologisch ansieht. Also 1864 beginnen die Planungen für das Festspielhausprojekt und scheitern 1867. 1867 fängt er dann gleich auch mit der Planung für die Königsschlösser an. Und hier kann er dann alles bis ins letzte Detail bestimmen. Hier kann ihm niemand seine Ideen sozusagen, hier ist er von niemandem abhängig. Das Projekt Festspielhaus wird zu den Akten gelegt. Ein schmerzlicher Stich für das Ego des Monarchen. Doch auch ohne Opernhaus bleibt eine innige Verbindung zu Richard Wagner. Die geistige Freundschaft, sagen wir mal so, die ist geblieben und die Liebe zum Werk sowieso. Und so beginnt die Suche nach einem geeigneten Ort, dieser Sagenwelt, in der auch Richard Wagner schwelgt, ein anderes, steinernes Denkmal zu setzen. Die Idylle mutet magisch an. Direkt über dem Schwanensee liegt Schloss Hohenschwangau, in dem Ludwig ungetrübte Tage seiner Kindheit verlebt hat. Von hier ist der Blick frei auf zwei mittelalterliche Burgruinen. Dort lebten einst die Herren von Schwangau. Als Ludwig der zweite König von Bayern wurde, hat er diese Etage im Schloss Hohenschwangau bewohnt, übernommen von seinem Vater. Und Ludwig II. Konnte von dieser Stelle aus, von seiner Wohnung, direkt einen Vorberg sehen mit zwei Ruinen drauf, Vorder- und Hinter-Hohenschwangau. Und mit der Zeit entwickelte der König die Idee, eine eigene Burg zu errichten. Auf dem Gipfel eines Berges soll Neu-Hohenschwanstein entstehen. Er hat gesucht, auch Richard Wagner eine Art Denkmal zu setzen. Und insofern ist Neuschwanstein schon ein bisschen etwas Besonderes, weil es einerseits Ludwig darstellt und andererseits auch Richard Wagner eine geistige Heimstätte bildet, wenn man so will, seinen Opern eine geistige Heimstätte bildet. Ludwig schreibt, die Burg wird in jeder Beziehung schöner und wohnlicher als das untere Hohenschwangau, das jährlich durch die Prosa meiner Mutter entweiht wird. Die entweihten Götter werden sich rächen und oben weilen bei uns auf steiler Höhe, umweht von Himmelsluft. Statt eines Opernhauses soll jetzt ein Schloss dem Komponisten Richard Wagner schmeicheln. Es gibt einen Brief von Ludwig vom 13. Mai 1868 an Wagner, in dem er dieses Konzept Neuschwanstein erläutert. Ludwig schreibt seinem Meister, wie er ihn nennt. Ich habe die Absicht, die alte Burgruine Hohenschwangau bei der Pöllertschlucht neu aufbauen zu lassen, im echten Stil der alten deutschen Ritterburgen. Und ich muss Ihnen gestehen, dass ich mich sehr darauf freue, dort einst in 3 Jahren zu hausen. Mehrere Gastzimmer, von wo man eine herrliche Aussicht genießt auf den hehren Säulingen, die Gebirge Tirols und weithin in die Ebene, sollen wohnlich und anheimelnd dort eingerichtet werden. Sie kennen ihn, den angebeteten Gast, den ich dort beherbergen möchte. Der Punkt ist einer der schönsten, die zu finden sind, heilig und unnahbar, ein würdiger Tempel für den göttlichen Freund, durch den einzig Heil und wahrer Segen der Welt erblühte.
auch Reminiszenzen aus Tannhäuser im Sängersaal mit Aussicht auf die Burg im Hintergrunde, aus Lohengrin im Burghof, offener Gang, Weg zur Kapelle, werden Sie dort finden. Ludwig träumt bereits davon, mit seinem Idol Richard Wagner im Schloss zu wandeln. Es soll eine Manifestation ihrer gemeinsamen, idealisierten Welt werden. Ludwigs Schloss Neuschwanstein steht nicht einzigartig da. Wenn man sich ein bisschen umschaut in der Zeit, es gibt Schloss Loboka, es gibt Schloss Pierrefonds, es gibt die Wartburg, es gibt viele Schlösser. Das war halt die große Mode der damaligen Zeit. Der König lässt sich inspirieren von Stil und Bauart der Burg. Sie hat es ihm besonders angetan. '1867 reiste er nach Thüringen, um eben den Schauplatz des Sängerwettstreits zu besichtigen, der auch in Richard Wagners Oper Tannhäuser umgesetzt ist. Und er reist zur Wartburg, die eben damals gerade von Hugo von Rittgen über einer mittelalterlichen Burgruine errichtet wurde. Ein historisierender Bau im Stile des Mittelalters. Und wir müssen uns vorstellen, er geht in diesen Festsaal hinein und es riecht noch alles nach Farbe, weil es ist gerade frisch überhaupt errichtet worden. Und Ludwig sieht dann auch die sogenannte Sängerlaube. Und dann hat er so mit den Bühnenbildern von Lohengrin auch zusammen die Idee, ich könnte mir doch eigentlich das alles übernehmen für ein eigenes Schloss. Um sich weitere Anregungen zu holen, besucht Ludwig II. Auf seiner Reise nach Frankreich die Schlossbaustelle von Pierrefonds. Der Grundbau stammt aus dem Mittelalter und wird für Napoleon III. Bonaparte als Privatresidenz ausgebaut. Dann ist er nach Paris gereist, 1867, und mit Napoleon III. Hat er Schloss Pierrefonds besichtigt. Und dann hat er die Türme von Pierrefonds gesehen und die haben ihn irgendwie beeindruckt. Die spitzen Türme, die in den Himmel ragen, haben es ihm angetan. Die Weltausstellung in Paris öffnet 1867 ihre Tore. Die neuesten technischen Errungenschaften locken auch den bayerischen König an. Er fuhr zur Weltausstellung, wo erstmals das Konzept der Länderpavillons umgesetzt war, wo man quasi fußläufig von einem Land zum anderen laufen konnte und sich da in begehbare Bilder hineinversetzen konnte. Für den jungen König ein prägendes Erlebnis. Jede Möglichkeit, der Realität zu entfliehen, zieht den jungen König an. Er hat dann Schloss Neuschwanstein entwickeln lassen durch Theatermaler, vornehmlich Christian Jank, der ihm Pläne gezeichnet hat. Eduard Riedel als Architekt war mit dabei. Und dann haben sie dem König Pläne für Pläne vorgelegt. Ludwig hat dann gesagt, ja, gefällt mir nicht. Und hier muss noch ein bisschen gearbeitet, da muss was gearbeitet werden. Und dann entstand ein Bauwerk von der Idee, dessen oberer Hof nahezu einem Bühnenbild aus dem Lohengrin entsprach. So soll das Märchenschloss einmal aussehen. Ein Entwurf zu etwas sieht immer spektakulärer aus als das, was dabei rauskommt. Das, was dabei rauskommt, ist das, was machbar ist, was konstruierbar ist. Und so manche Zinne und manches Türmchen ist halt eben nicht konstruierbar gewesen.
Die Aufrisspläne eines modernen Neubaus. Hier findet man Statikberechnungen, Grundrisse, Planungen aller Details bis hin zu den Wasserleitungen und Heizungsrohren. An den Plänen kann man sehr, sehr viel sehen, und zwar auch das eigentlich Charakteristische für die Vorgehensweise von Ludwig II. Bei seinen privaten Bauprojekten, eben den Königsschlössern, nämlich, dass er diese Bauprojekte im Grunde genommen wie Forschungsprojekte angegangen ist. Also er hat sich sehr umfassend eingelesen, er hat sich von seinen Architekten und Künstlern sämtliche Materialien hierzu beschaffen lassen und ganz vielfältige Entwürfe vorlegen lassen. Dabei ist er nicht leicht zu befriedigen. Sonderwünsche sind an der Tagesordnung. Dass er hier nicht die ganz prominenten Architekten beauftragt hat, wie Gottfried von Semper zum Beispiel, sondern eher unbekanntere Architekten, die er dann eben besser auch leiten könnte. Also er war sozusagen der Ideengeber und der Künstler. Am 5. September 1869 wird von Bauleiter Heinrich Herold feierlich der Grundstein gelegt. Für das Schloss muss die Bergspitze weggesprengt, für das Fundament 8 Meter Fels abgetragen werden. Ich glaube, seine Neugierde war auch so groß, dass er immer mal wieder rübergegangen ist, um mal zu schauen, wie funktioniert das denn jetzt. Für die Bauleute leider viel zu oft, weil er mitten im Bau plötzlich Ideen hatte, da musste wieder dies oder jenes umgeändert werden. Die alpine Baustelle macht große Schwierigkeiten. Alle Baumaschinen müssen hinaufgeschafft werden. Dafür wird moderne Technik eingesetzt. Ein Dampfkran etwa. Für den Bau benötigt man Hunderte von Arbeitern, Handwerkern und Künstlern. Ludwig wird zum größten Arbeitgeber der Region. Im Bereich des Schlossbauten war ihm egal, was dafür notwendig war. Es war egal, was es kostete. Es war ihm völlig egal, welchen Aufwand es für Architekten, für Techniker, für Künstler bedeutete. Heißt, das, was technisch machbar war, hat er angewandt. Nicht alles, hätte noch viel mehr machen können. Aber er hat immer gesagt, das, was möglich ist, um mir meine Welt zu schaffen, soll auch angewendet werden. Es ist eine Großbaustelle mit vielen Komplikationen. Die Ortschronik von Schwangau verzeichnet am 23. April 1875: Der Bauleiter, Herr Herold, nimmt sich um 6 Uhr früh mit einem Schuss ins Herz das Leben. Es heißt, er litt an Geisteszerrüttung. Die Bauarbeiten dauern viel länger als geplant, ziehen sich endlos hin. Ja, auch öfters die Architekten dann gewechselt, wenn er nicht zufrieden war. Also das war bestimmt nicht einfach, wobei man sagen kann, es auch sicherlich eine große Herausforderung war, weil er hat eben höchste Ansprüche gehabt in Hinblick auf die Qualität als auch auf das ikonografische Bildprogramm. Und das ist natürlich für einen Architekten auch ein unheimlicher Ansporn. Eine bauliche, aber auch psychische Herausforderung für alle Beteiligten. Der König wohnt teilweise im fertiggestellten Torbau, um die Baustelle im Blick zu haben. Sein Augenmerk liegt auf der haargenauen Umsetzung seines Traumes. Die Farbe eines Mantels war nicht blau genug. Hier fehlte ein Detail, da stimmte etwas nicht. Der Lohengrin auf dem großen Gemälde, der guckt in die falsche Richtung. Da muss wieder umgemalt werden. Also er hat sich schon sehr hineingemischt und hat da den Leuten also viel Kopfzerbrechen bereitet. Im dritten Stock
lässt er seiner Fantasie freien Lauf. Wenn man sich vorstellt, dass man sich in seiner Wohnung eine Tropfsteinhöhle baut, lässt sich da ja die Vermutung, dass man ein bisschen einen exzentrischen Charakter hat, ja durchaus dran ablesen. Aber ich finde es toll, dass er so viele Sachen einfach gut inszeniert hat. Die Arbeiten ziehen sich über Jahrzehnte und verschlingen ein Vermögen. Also der König war sehr ungeduldig als Bauherr. Es musste schnell gehen, es musste immer wieder auch schnell weitergearbeitet werden. Das heißt, dass zum Beispiel bei den Putzmörteln die Trockenzeiten nicht eingehalten wurden, dass zu schnell darauf gemalt wurde. Dadurch gab es Farbveränderungen, Fleckenbildungen, die bis heute teilweise sichtbar sind und auf die schnelle Ausführungszeit zurückzuführen sind. Seit 2017 wird das Schloss in allen Teilen restauriert. Erstmals seit seiner Erbauung vor 150 Jahren. Dazu gehören 184 Wand- und Deckenfassungen, 65 Gemälde, 355 Möbel, 228 Textilien und Lederobjekte und vieles mehr. Also uns ist allen klar, dass das Alter nicht spurlos an uns vorbeigeht und an den Kunstwerken eben auch nicht. Und wenn ein ungünstiges Klima um ein Kunstwerk rum ist, sprich wenn es jetzt zu feucht ist, zu hohe relative Luftfeuchtigkeit, dann fängt es an zu schimmeln. Wenn die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist, dann reißt die Holzplatte von einem Möbel. Wenn ich zu viel Licht habe, dann bleichen mir die Farben aus. Wenn ich mich nicht vorbereite gegen Vandalismus, dann stirbt mein Kunstwerk früher. Also das sind alles Sachen, die in die präventive Konservierung halt mit einfließen. Das Ziel? Alles soll wieder werden wie neu und dabei für die Zukunft besser geschützt sein. Das Renovierungsteam der Schlösser- und Seenverwaltung steht vor einer gewaltigen Aufgabe. Wie kann ich jetzt überhaupt arbeiten, wenn 1,5 Millionen Besucher durchs Schloss strömen, die möglichst nicht durch die Baumaßnahmen gestört werden sollen. Das heißt, ich muss schauen, wie kann ich das Ganze organisatorisch auf die Reihe bringen. Ich habe bis zu 8 verschiedene Gewerke, die dann fast zeitgleich in den Räumen arbeiten. Das ist ein Berg von organisatorischen Problemen bis hin zum Gerüstbau. Wie kann ich überhaupt ein Gerüst stellen, sodass die Besucher über die gesamte Bearbeitungszeit auch was sehen? Jeder kleinste Riss wird ausgebessert, der exakte Farbton nachempfunden. Oberflächen werden mit Blattgold veredelt. Wir durften ja nur restaurieren bei laufendem Besucherbetrieb. Und das zieht das Ganze natürlich irre in die Länge. Also weil dann wird erst die eine Hälfte vom Sängersaal gemacht, dann die andere Hälfte, weil den Besuchern eine Kompletteinrüstung nicht zuzumuten ist. Und das gibt natürlich dann unterm Strich Verzögerungen, Reibungsverluste und dann dauert es eben mal länger. Andererseits muss ich sagen, waren wir ganz froh, dass wir nicht mit so einem finalen Eröffnungsdatum leben müssen. Und in dem Fall haben wir halt wirklich beharrlich und stetig und mit den Besuchern Stück für Stück das abgearbeitet. Und ich glaube, es gibt ein richtig tolles Ergebnis. Tausende von Arbeitsstunden. Jedes stilistische Detail hat seine Eigenheiten. Jedes Material verlangt eine andere Herangehensweise. Jede Technik einen Spezialisten. Beim Kunstwerk ist es ja auch so, der Künstler hat ja eine Idee und die versucht er umzusetzen. Ob jetzt in Stein, in Marmor, in Bronze, in Farbe. Und so hat Ludwig eben auch sein Gesamtkunstwerk, wenn man so will, umgesetzt.
Und das ist das Faszinierende daran. Es gibt nicht viele Schlösser, wo man sagen kann, die wirklich so bis ins kleinste Detail. Jedes einzelne Stück wurde hergestellt für dieses Schloss, für diesen Platz. Und Ludwig hat darüber gewacht, dass das auch wirklich dann so eingesetzt ist. Und das ist eben das Tolle im Schloss. Im Akt des Königlich-Bayerischen Hofsekretariats wird über die Inneneinrichtung genau Buch geführt. Alle Entscheidungen werden genau protokolliert, Entwürfe werden abgesegnet, Sonderanfertigungen in Auftrag gegeben. Auf der Baustelle darf Ludwig der absolute Herrscher sein, der er im realen Leben nicht ist. Er nimmt im Grunde genommen auf das gesamte Repertoire der zur Verfügung stehenden Stile des Historismus Bezug, also angefangen von Neuromanik, Neugotik, über Neubarock, Neurokoko bis hin zu orientalisierenden Stilen, wobei der Rückgriff auf vorhergehende Stile ist keine Erfindung des Historismus, sondern den gab es ja auch schon vorher, schon bei den Römern. Die griffen auf die griechische Antike zurück, in karolingischer Zeit griff man auf die römische Antike zurück und so weiter. Neu im Historismus ist quasi diese Stilpluralität, die sich eben genau auch wieder bei Ludwig II. Findet. Also insofern ist er da ganz Kind seiner Zeit. Der Thronsaal ist das Zentrum. Eine architektonische wie künstlerische Meisterleistung. Thronsaal ist vom Grundriss her und von den Einwölbungen her orientiert an der Hagia Sophia in Konstantinopel, hat auch byzantinische Ausstattungselemente. Großer Aufwand wird betrieben, um die 15 Meter hohe Kuppel im obersten Stockwerk zu ermöglichen. Die Baumaterialien sind trickreich ausgewählt. Fast alle Opernhäuser, die im 19. Jahrhundert gebaut waren, haben keine Marmorsäulen mehr, sondern Scagliola. Auch das berühmte Dresdner Opernhaus in der Münchner Staatsoper. All diese Säulen sind aus Scagliola, weil es halt eben moderne Technik war, leichter war und sehr viele große Probleme in der Statik erleichtert hat. Scagliola, Stuckmarmor, sieht täuschend echt aus, ist aber leichter und preiswerter als echter Marmor. Ludwig befahl einen großen Raum, einen viel zu großen Raum für dieses Schloss. Und die Architekten mussten nun nach einer Lösung suchen. Und die haben gesagt, die einzige Lösung, die wir haben, ist der Einbau von Doppel-T-Trägern, um dieses Gewicht überhaupt tragen, respektive ableiten zu können. Moderne Eisenträger stützen das immense Gewicht des Thronsaals und bilden heute die Decke der Cafeteria für Touristen. Ganz bemerkenswert ist ja der Kontrast zwischen einerseits historischer Stilform und andererseits ist der Thronsaal von Neuschwanstein mit der modernsten damaligen Technik umgesetzt und an sich auch in einer Bauweise, die man bei zeitgenössischen Bahnhöfen anwendete. Kunstvoll angewendet, führt das zu einer einzigartigen Wirkung. Ein Blick hinter die Kulissen offenbart die Konstruktion. Um die Kuppel leicht zu haben, wurde die Kuppel wie eine Spinne drüber gesetzt aus Metallbögen. Die wurden innen verkleidet mit Stroh. Das Stroh wurde beidseitig verputzt, unten dann schön bemalt.
Man hat hier gusseiserne Säulen, die mit Scagliola verkleidet sind. Man hat eine vergoldete Rabitzdecke und man hat Eisenträger, um eben diese großen Spannweiten überbrücken zu können. Also da ist ein großer Kontrast zwischen historischer Stilform und moderner Bautechnik. Das ist aber ganz, diese Dualität ist aber ganz charakteristisch für seine Zeit. Eine Mischung aus Kirche und Thronsaal. Ludwig sieht sich als Mittler zwischen Gott und Erde. Dafür steht der wie eine Krone inmitten des Raumes hängende Leuchter. Das Kernstück aber fehlt im Thronsaal, der Thron. So hätte dieser Thron ausgesehen. Und interessant, das ist dann das Doppel-L, sein Monogramm. Man weiß nicht, wie er in den nächsten Jahren seine Macht ausgeübt hätte, aber ich könnte mir vorstellen, wenn irgendwelche Gesandte nach Neuschwanstein gekommen wären, dass er die dann durchaus da auf dem Thron sitzend empfangen hätte. In dieser Kosmologie zwischen Himmel und Erde thront Ludwig zwischen Diesseits und Jenseits. Vieles im Schlafzimmer erinnert an einen sakralen Raum, an einen Altar. An den Wänden erzählen Szenen aus Tristan und Isolde von Liebe und Leid. Ludwig hatte immer für sich das Problem, wie weit bin ich denn noch rein genug, unschuldig genug, unbefleckt genug, um auch wirklich wahrer König zu sein, im Sinne auch des Gottesgnadentums. Also nehmen wir nur im Schlafzimmer die Lilien als Stickereielement in den Vorhängen. Die Lilie ist nicht einfach nur drin, weil die Lilie schön ist, sondern die Lilie ist drin, weil sie auch eine Blume der Reinheit der Unschuld ist. Solche Symbole sollen reinigend und stärkend wirken. Am Kopfende befindet sich ein Marienbild und am Fußende in den Schnitzereien eine Auferstehungsszene Christi, sodass man fast sagen könnte, also wenn der König in diesem Bett lag, lag er an der Stelle des Corpus Christi, also der Hostie, und nahm diesen Platz ein, was natürlich ein unglaublich von Hybris gekennzeichnetes Selbstverständnis darstellt. Maßlose Verblendung oder Inszenierung eines Menschen, der nach seiner Bestimmung sucht? Indem der König selbst in Neuschwanstein das Allerheiligste repräsentiert, wird damit gewissermaßen dieses Schloss zum Aufbewahrungsort des Grals. Eine eigene Welt, göttlich und rein. Nichts weniger wollte der Bauherr erschaffen. Dieses Gesamtkunstwerk entwickelt eine magische Anziehungskraft.
Ja, Schloss Neuschwanstein ist eigentlich im landläufigen Sinn kein Schloss. Es ist eine riesige Inszenierung mit der Landschaft, mit Architektur, mit Kunst und Technik, um einen Art Bühnenraum für den König zu schaffen. Hier kann der König unter seinesgleichen leben, fühlen, träumen. Zwischen holden Maiden, Fabelwesen und tapferen Helden. Er hat sich da praktisch künstliche Welten geschaffen, in die er sich zurückziehen konnte, in denen er das leben konnte, was ihm eigentlich vorgeschwebt hat, was ein erstrebenswertes Leben war. Wie eine Theaterkulisse. Also wenn er ins Mittelalter entschweben wollte, das war ja meist, wenn er was gelesen hat, wenn er irgendwelche mittelalterliche Epen gelesen hat, dann konnte er sich in die Räume zurückziehen. Und wenn er dann mal so kurz innehielt beim Lesen und den Blick so schweifen ließ, dann war er in der Welt, über die er gelesen hat. Dann wurden die Figuren an der Wand lebendig. Ein Flüchtling vor der Realität. Seine Droge, Sagenwelten und die Musik Wagners. Geschrieben, dass diese Musik einen zum Schweben brächte. Der Aggregatzustand des Schwebens war der ideale für Ludwig, weil Fliegen, was er auch angestrebt hat, wie wir wissen, da muss man noch eine gewisse Anstrengung und einen technischen Aufwand betreiben. Schweben hingegen ist ein Zustand, der eigentlich nur im Traum möglich ist und in dem man keinerlei Anstrengungen unternehmen muss und trotzdem damit sich der Realität entrücken kann. Wenn die Musik dann aufhört, ist die Landung relativ schmerzhaft, weil man dann, das steht auch in einem Brief von Ludwig, weil man dann plötzlich wieder auf den Boden der Realität geworfen wird und der Idealzustand ist beendet. 1870 ist eine Zäsur für den bayerischen König. Ludwig muss sich den politischen Gegebenheiten fügen und auf preußischen Druck seinen Einfluss auf die Politik massiv beschneiden. Hier in seinem Rückzugsort Schloss Hohenschwangau ringt er sich zu einer schweren Entscheidung durch. Diesen Erker nutzte Ludwig II. Als Arbeitszimmer. Und an diesem Schreibtisch hat der König am 30. November 1870 den sogenannten Kaiserbrief verfasst. Also den Brief, mit dem er seinem Onkel Wilhelm von Preußen die Präsidentschaft übertrug über das neu zu gründende Deutsche Reich und damit auch verbunden die Führung des Titels eines Kaisers. Als kleines Dankeschön für die Unterordnung erhält Ludwig II. Jährlich 300.000 Mark aus Preußen. Ein geringer Trost für Ludwig, der lieber Herrscher eines halbwegs selbstständigen Königreichs Bayern geblieben wäre. Ludwig verfasst diesen Brief und er weiß, dass er mit diesem Moment souveräne Rechte als König von Bayern dem preußischen König bzw. dem deutschen Kaiser überträgt. Dass Bayern ab sofort ein Teil eines Reiches sein wird. Und er leidet von diesem Zeitpunkt an dieser politisch notwendigen Entscheidung. Es gab keine Alternative. Aber Ludwig leidet. Befriedigung und Selbstbestätigung findet Ludwig II. Nur noch in seinen Schlössern. Er geht völlig in deren Planung und Gestaltung auf. Es ist das letzte Refugium, wo er sich in die alte Machtstellung hineinfantasieren kann.
Jedes Detail gewinnt an Bedeutung. Symbolik liegt dem Monarchen besonders am Herzen. Die Farbe Weiß des Schlosses ist sehr entscheidend. Farbe Weiß heißt ja Reinheit, Unschuld. Wir müssen uns Ludwig II. Als einen Mann vorstellen, der von Jugend an mit sich kämpfte. Er spürte, dass Männer ihn mehr anzogen als Frauen. Tagebucheintragungen, Briefe, Äußerungen sind eindeutig in dieser Hinsicht. Aber dennoch war Ludwig II. Jemand, der ja nicht aus den Konventionen seiner Zeit ausbrechen konnte, der bestimmt war von seinem Umfeld, der bestimmt war von den Lehren der katholischen Kirche. Ein König hat zu heiraten, um den Fortbestand der Familie zu sichern. Eine Ehe will er jedoch nicht eingehen. Die Verlobung mit Sophie von Bayern wird 1867 gelöst. Er hat Angst, sie nicht glücklich machen zu können. Wir sind bei Ludwig II. Bei einem Monarchen, der ungefestigt war, der sensibel war, der mit diesen Gefühlen einfach nicht zurechtkam. Ein Gefangener im goldenen Käfig. Er sucht Halt und findet ihn in seinen Traumwelten. Neuschwanstein erscheint außen erstmal wie ein altes Bauwerk. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, die Fenster, die drin sind, sind viel zu groß, sind abgerundet. Also man sieht schon von außen, da stimmt was nicht. Von außen die perfekte Illusion. Innen ein Zweckbau mit Ecken, versteckten Treppen und Winkeln. Wenig erinnert hier an eine mittelalterliche Festung. Okay, das ist der Stil des 19. Jahrhunderts, aber eine Toilette, eine Klingelanlage, das sind natürlich Elemente, die haben mit einem mittelalterlichen Bauwerk überhaupt nichts zu tun. Ludwig liebt allerdings auch den Komfort. Eine moderne Telefonanlage darf da nicht fehlen. Ich glaube, er hat sich der ihm zur Verfügung stehenden Technik da bedient, wo sie ihm halfen, genau das zu erreichen, was er erreichen wollte. Also das Telefon beispielsweise, das dient primär dazu, nicht in Kontakt mit den Untertanen in der Küche kommen zu müssen, sondern möglichst schnell das aufgebracht zu bekommen, was man haben möchte. Also eine Befehlskette nach unten zu optimieren. Majestät liebt die Ungestörtheit. Leben wie ein Asket will er trotzdem nicht. Zumindest warm will er es haben und lässt eine moderne Heizanlage einbauen. Ludwig II. Hatte schon eine richtige, so eine Art Zentralheizung, wo im Keller eingeschürt wurde und die warme Luft dann durch so Luftklappen in den Wohnräumen halt ausgeströmt ist. Auch fließend Wasser gibt es. Heraufgepumpt aus der Pöllertschlucht. Zusammen mit Heizung und Telefon ein guter Standard in jener Zeit, auf den Ludwig nicht verzichten möchte. Der Monarch wird zum Missfallen seiner Untertanen immer sonderlicher, stellt seinen Lebensrhythmus um, schläft tags, wacht nachts. Heute sind alle Lichtquellen elektrifiziert. Damals hält Ludwig an einem mittelalterlichen Konzept fest.
Man benutzte Dinge, die schon seit Jahrzehnten woanders im Einsatz waren. Und gleichzeitig setzt Ludwig aber nicht mal Elektrizität zur Beleuchtung seines Schlosses ein, wo Elisabeth von Österreich die Hermesvilla bereits beleuchtet hatte, Hotels beleuchtet waren elektrisch, Theater schon Elektrizität hatten, alles beleuchtet war, die Oper Garnier in Paris. Also warum macht es dann Ludwig nicht? Weil er in dem Falle wahrscheinlich die Elektrizität nicht benötigte, weil vielleicht war Petroleumlampe, waren Kerzen für dieses Umfeld, für ihn einfach stimmiger. Im flackernden Licht sollen die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen. Hunderte von Kerzen kommen zum Einsatz. Ich hatte das große Glück, noch vor 40 Jahren Neuschwanstein bei Kerzenlicht zu erleben. Und ich kann Ihnen sagen, da gruselt es einen schon manchmal, wenn so ein Lohengrin, wenn man durch den Saal durchgeht, einem nachguckt. Und dann hat man plötzlich das Gefühl, der hat sich doch jetzt bewegt oder so. Also die Farben sind so gehalten, dass es bei Kerzenschein schon sehr, sehr lebendig wird da drin. Allerdings wohnt der König nur insgesamt 172 Tage in seinem Schloss. Hier findet er inneren Frieden. Amtsgeschäfte sind für ihn nur noch lästige Pflicht. Mit den Jahren hinterlassen der Mangel an Bewegung und sein übermäßiges Faible für Süßspeisen ihre Spuren. Ludwig II. Galt mit der Thronbesteigung als einer der schönsten Monarchen der Welt. Groß gewachsen, über 1,90 Meter, ondulierte, dunkle Haare, schlanke Gestalt. Und dieser Blick, den wir auf Ludwig II. Ja bis heute auch tradiert bekommen durch Bilder, die immer wieder verwendet werden, hat sich aber in der Realität nach Mitte der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts ziemlich stark verändert. Ludwig II. Verlor immer mehr Zähne, er wurde immer dicker, er wurde immer schwerer. Er will sich nicht anpassen und das macht ihn angreifbar. Die ursprünglich schon für 1872 vorgesehene Fertigstellung des Schlosses verzögert sich wiederholt. Trotz der Zuwendungen aus Preußen wird die finanzielle Lage des Königs durch seine privaten Bauprojekte immer prekärer. Die Staatskasse belastet er damit allerdings nicht. Doch der König ist pleite. 1885 droht ihm sogar die Pfändung. Ein unhaltbarer Zustand für das Ansehen Bayerns. Der Bauherr will aber nicht zurückstecken. Der Anfang vom Ende. Gesetzlich war festgelegt, wie viel Geld der König bekommt und damit bestimmte Ausgaben zu tätigen für Residenzen, für Bedienstete, für seine privaten Geschenke. Und vom Rest hat Ludwig II. Versucht, seine Architekturen zu bezahlen. Das hat aber nicht funktioniert. Er hat mehr Geld ausgegeben für seine Bauwerke, als er zur Verfügung hatte. Es mussten Banken einspringen, das half aber auch nicht. Er hat sehr hohe Schulden gehabt und trotz dieser Schulden hat Ludwig II. Weitere Baupläne gehabt. Er hat Pläne anfertigen lassen für einen chinesischen Palast. Er hat kleine Pavillons planen lassen. Und er will ein neues Schloss bauen, wieder auf einer Bergspitze. Die Visualisierung lässt keinerlei Bescheidenheit erkennen. Schloss Falkenstein in der Nähe von Neuschwanstein. Da wurden schon die Straße angelegt und Wasserleitung. Also er hatte überhaupt kein Gefühl dafür, dass das Geld, das ihm zur Verfügung stand, überhaupt nicht für seine Projekte ausreichte. Der Monarch verliert den Bodenkontakt.
Ihm fehlt der Blick für das Machbare. In einer Karikatur wird er König Lohengrin genannt. Auch in der Bevölkerung wird Kritik an den unverhältnismäßigen Ausgaben des abgehobenen Königs laut. Die Bezeichnung Märchenkönig, die kam schon zu Lebzeiten Ludwigs II. Auf. Und er hat sie so abgelehnt, dass er sie unter Strafe stellen ließ, weil es ja eigentlich einen realitätsfernen König symbolisiert oder bezeichnet. Der König und sein Volk haben sich entfremdet. Ludwig Schuldenberg bringt die bayerische Regierung in Zugzwang. 1886 wird der König entmündigt und für regierungsunfähig erklärt. Eine Verhaftung steht kurz bevor. Sie drang zu Ludwig vor, hat ihm im Schloss Neuschwanstein eröffnet, dass er eben für geisteskrank erklärt ist und jetzt nach Schlossberg am Sternberger See transportiert werden würde, zu seinem eigenen Schutz, um dort auch geeignete Maßnahmen durchzuführen, um seine Gesundheit wiederherzustellen. Gefangen, gedemütigt, für wahnsinnig erklärt. Ludwig, der seit Jahrzehnten für sich lebte, der in seiner Welt dieser Schlösser lebte, war nun verdammt, nicht nur Gefangener in einem seiner Lieblingsschlösser, was Schlossberg am Sternberger See ja war, zu leben, sondern er war ja auch gezwungen, seinen Lebensrhythmus, den er hatte, zu verändern. Er hatte in der Nacht gelebt, mehr in der Nacht, und sollte jetzt plötzlich, wie alle anderen, morgens aufstehen, abends ins Bett gehen. Am 13. Juni 1886 geht Ludwig mit seinem Arzt Dr. Guden am Ufer des Starnberger Sees spazieren. Beide werden Stunden später tot im Wasser gefunden. Geburtsstunde eines Mythos. War es ein Unfall? Selbstmord? Oder Mord? Definitiv wissen wir nicht, was geschehen ist. Die größte Wahrscheinlichkeit ist die, dass Ludwig II. Tatsächlich aus der Situation, in der er sich befand, fliehen wollte. Jemand, der so aus seiner Welt runtergebrochen wird in die pure Realität des Daseins, warum sollte er nicht das Streben gehabt haben, Selbstmord zu begehen? Der Tod des Königs erschüttert seine Untertanen. Tausende erweisen ihm die letzte Ehre. Nur 40 Jahre wurde er alt. Kaum einer will an eine natürliche Todesursache glauben. Die ungeklärten Umstände führen schnell zur Legendenbildung. An diesem 13. Juni 1886 sind wir an einem Pfingstsonntag. Es regnet, Ludwig geht spazieren. Und warum sollte er sich nicht an die Sage erinnern, die es gab? Nämlich, dass reine Menschen, wenn sie zu Pfingsten ins Wasser gehen, als Schwan wiedergeboren werden. Nach dem Tod des Monarchen wird das Schloss Furore machen. Nicht immer im Sinne des Erbauers. Im Zweiten Weltkrieg wird es missbraucht und sein Bauherr jahrzehntelang als verrückter König betrachtet. Wie wird sein Werk zum Vorbild und zum strahlenden Symbol Deutschlands?
Obwohl der unverstandene König seiner Nachwelt vor allem viele Rätsel und Unvollendetes hinterlässt. Das Schloss Ludwigs II., das wir erleben, ist ein Torso. Das, was Ludwig hätte haben wollen, wäre noch ein Bergfried mit einer Kapelle im Erdgeschoss. Der Bergfried, ein 90 Meter hoher Turm in der Mitte des Innenhofes, er wird nie realisiert. Ebenso wird der Plan einer großen Terrassenanlage mit Springbrunnen nicht mehr umgesetzt. Ein sehr interessantes Detail zählt auch dieser Plan noch, weil er zeigt praktisch das, was auf der Rückseite des Schlosses geplant war. Wir haben hier praktisch den Ausgang vom Bad. Von dieser Terrasse hätte man hinuntergeschaut in eine Art Zwinger, in dem Ludwig geplant hatte, einen lebenden Bären zu halten. Man sieht das sehr gut auf dieser Rekonstruktion des Schlosses. Wenn man das so anschaut, hier oben die große Terrasse mit dem Löwenbrunnen und dann unten praktisch, wo der Bär drin gewesen wäre. So war es geplant und so sieht die ganze Situation heute aus. Heute erinnert nur eine Tür, die ins Nichts führt, an dieses Vorhaben. Andere Herrscher bauten sich ähnlich große Schlösser, Burgen im neugotischen oder neuromanischen Stil. Und auch der finanzielle Aufwand ist mehr oder weniger ähnlich. Das Besondere an Schloss Neuschwanstein ist eigentlich die Funktion. Es ging Ludwig II. Hier nicht um Wohnzwecke, also er wollte nicht besonders luxuriös wohnen da. Es ging ihm auch nicht um repräsentative Zwecke oder auch für Staatszwecke, sondern es ging eben darum, sich hier möglichst in ideale Welten hinein zu versetzen und begehbare Räume für seine Ideen zu schaffen. Dieses Paradies ist nur für König Ludwig erdacht und gemacht. Ein Zufluchtsort vor einer Wirklichkeit, in der sich der Romantiker nicht mehr zurechtfinden wollte. Eine Utopie in die Realität zu zwingen und das seinem Umfeld abzunötigen, dass das Akzeptanz findet. Dass wirklich ein solcher Schlossbau für eine einzige Person errichtet wird, damit diese Person es schafft, die Außenwelt auszublenden. Das finde ich einen unglaublichen Husarenstreich. Ein Spielplatz der Fantasie. Ist diese künstliche Welt, die handwerklich ordentlich gefertigt wurde, auch echte Kunst? Was ist Kunst? Meist ist es so, das, was unsere Großväter produziert haben, ist keine Kunst. Das, was die Altvorderen gemacht haben, das ist Kunst. Ich bin noch aufgewachsen, da war Neuschwanstein, Linderhof, alles total Kitsch. Und man hat ihm keinen Wert zugesprochen. Heute ist die Zeit anders, heute wird es feinsäuberlich restauriert, weil es ist ja die große Kunst des 19. Jahrhunderts. Die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung ist heute für das Gebäude zuständig. Die Renovierungsarbeiten belaufen sich auf geschätzte 20 Millionen Euro. Es gibt ganz normale alterungsbedingte Schäden.
Alle Dinge unterliegen der Alterung. Also es ist also ganz normal, dass auch ein Gebäude altert. Es gibt Schäden, die sind teilweise auf die Lage zurückzuführen. Schloss Neuschwanstein liegt auf fast 1000 Meter Höhe. Ist also ungehindert auch den Naturgewalten ausgeliefert, also starker Winddruck, Belastungen, gerade auch beim Schnee im Winter, das Gebirgslage. Und all das führt natürlich auch zu Schäden, genauso wie die Sonneneinstrahlung, große Fenster, teilweise ohne Lichtschutz. Und das führt dann natürlich auch zu Schäden durch UV-Belastung. Damit das Gesamtkunstwerk auch in 100 Jahren noch so glänzt, wird jeder Winkel unter die Lupe genommen und wieder instand gesetzt. Die Besucher, die atmen, die schwitzen. Und diese zusätzliche Feuchtigkeit, die die ins Schloss mit reinbringen, macht uns dann halt eben klimatische Probleme, sodass ich jetzt wirklich vor allem im Winter große Schwierigkeiten habe mit zu hoher relativer Feuchte, durchfeuchteten Wänden, Schimmelbefall und sowas. Also das ist sehr, sehr unangenehm. Die großen Feinde der Kunst: Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Schmutz und Staub. Je mehr Besucher, desto mehr Staub. Und in Neuschwanstein, wo wir halt eben jetzt noch vor der Pandemie bis zu 6.000, 7.000, 8.000 Besucher pro Tag hatten, kann man sich mal überlegen, wie viel Schmutz man in der Wohnung hätte, wenn da 6.000 Leute durchgehen. Dann kann man sich das schon ungefähr vorstellen, was das wirklich für massive Belastung ist. Mit einer Armee von Staubsaugern wird dem Staub in täglicher Routine der Kampf angesagt. Am nächsten Tag fängt in der musealen Wohnung alles wieder von vorne an. Wir haben da wirklich eine größere Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen durchgeführt und eben feststellen können, dass der Staub eigentlich 1:1 von den Besuchern kommt, von den Besuchern abfällt. Die Inhaltsstoffe sozusagen von so einem normalen Staubhäufchen sind halt Hautschuppen, Härchen, Textilfasern ist natürlich auch noch ein Riesenthema. Wenn wir uns Staub unter dem Mikroskop anschauen, sieht man immer, blaue Baumwollfaser wird wohl eine Jeans gewesen sein oder so Outdoorfasern. Das kann man unter dem Mikroskop ganz gut sehen und dann sieht man, wie sich der Staub halt zusammensetzt. Die Konservierung ist eine Sisyphusarbeit. All das hätte sich der Bauherr niemals vorstellen wollen. Ludwig II. Hat die Baustellen seiner Schlösser versucht, immer vor der Öffentlichkeit abzuschließen. Selbst Neuschwanstein, das ja von der Ebene zu sehen war. Und plötzlich mit dem Tod Ludwigs II. Werden die Schlösser zugänglich für die Öffentlichkeit. Die Menschen strömen hierher, sie schauen sich dieses geheimnisvolle Schloss an, das ja in Zeitungen massenhaft besprochen wurde. Selbst in Büchern seiner Zeit wurde über dieses Schloss ja bereits geschrieben. Was ist das wohl? Was steckt dahinter? Nur 6 Wochen nach dem Tod des Königs wird das Schloss für die Öffentlichkeit freigegeben. Eintrittspreis: ein paar Münzen. Postkarten und Fotografien kommen in Mode und machen schnell die Runde. Man hat ja bisher dann immer gewusst, die Könige wohnen sehr feudal, sind sehr schön eingerichtet, aber wie, das wussten die meisten nicht. Und mit der Postkarte haben die Leute plötzlich jetzt das Innenleben dieser Schlösser kennengelernt. Das märchenhafte Leben, wie man es halt interpretiert hat. Und so durch ist Neuschwanstein zu einer Ikone geworden für fürstliches Leben, für märchenhafte Umgebung. Eine Magie, die ansteckend wirkt. Nach dem Tod Ludwig II. War in Bayern und in Deutschland ein Rieseninteresse an den König.
Die Leute wollten vor allem dieses Objekt sehen, wollten aber auch sehen, wie die tragische Figur König Ludwig II. Dort gelebt hat und was dort passiert ist. Wer hierher kommt, wird verzaubert. Wie einst der König selbst. Anfang 1933 besucht auch Adolf Hitler Schloss Neuschwanstein zum 50. Todestag von Richard Wagner. Ludwig und Hitler teilen die große Bewunderung für den Komponisten, dennoch bleibt es bei einem einzigen Besuch. 8 Jahre später tobt der Zweite Weltkrieg auch in Deutschland. Die Nazis wollen ihre Raubkunst vor den alliierten Bombern in Sicherheit bringen. Das abgelegene Schloss Neuschwanstein wird zweckentfremdet. Im April 1945 erreichen US-Truppen das Schloss. Die Monuments Men stellen Raubkunst sicher. In Neuschwanstein finden sie Bestände vor allem aus Paris und dem besetzten Frankreich. Kistenweise Skulpturen, Schmuck und Gemälde werden gerettet. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die US-Amerikaner und haben auch dieses Bild, dieses Unzerstörten, dieses Weißen, dieses reinen Schlosses in die Welt getragen. Sie haben es ihren Familien erzählt, die Fotografie kam auf. Und das alles hat eine Gemengenlage erzeugt. Und ich mag mal sagen, dass Neuschwanstein wie so eine Art Perpetuum mobile ist in der Bekanntheit. Das Schloss wird auch zum Symbol für ein anderes Deutschland. Bald findet sich das Bauwerk auf der Liste der Sehenswürdigkeiten Deutschlands wieder. Der internationale Tourismus beginnt. Durch die Bildmächtigkeit dieses Schlosses hat es 1950 wahrscheinlich Walt Disney auch entdeckt. Ich glaube, er war nie vor Ort. Und ab 1955 der erste Themenpark in Anaheim, Kalifornien, einen gewaltigen Schub gebracht, weil dort Walt Disney den Torbau, die Fassade von Neuschwanstein hier repliziert hat. Das Märchenschloss beflügelt auch hier die Fantasie. Disneyland und Neuschwanstein zu vergleichen ist sehr ergiebig, weil in beiden Fällen werden Fantasiewelten geschaffen, die aber eine hohe Erlebnisqualität haben, in denen man sich bewegen kann und in denen man die Illusion gewinnen kann, woanders zu sein. Schloss Neuschwanstein ist Kultur, Kunst und ein bisschen gespinnert. Es ist gerade im Ausland das positive Sinnbild für ganz Deutschland. Wir würden es als Deutsche gar nicht so sehen. Wir würden uns sicherlich anders repräsentiert fühlen. Aber fragen Sie einen Amerikaner, einen Japaner, was Deutschland ist. Und dann kommt dieses bildmächtige Schloss mit der Alpenkulisse natürlich als allererstes. Jeder will sich selbst sein Bild machen, wie der unglückliche Märchenkönig lebte. Die Besucherzahl übersteigt bald 1 Million im Jahr. Aber summa summarum, es hat bis heute überlebt und es ist zu wünschen, dass man in Zukunft ein bisschen die Massen reduziert, damit auch, sagen wir mal, das Werk selber ein bisschen gesünder in die Zukunft geleitet wird. Die bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen steht vor der großen Herausforderung, das ikonische Bauwerk zu schützen und dabei für jeden erlebbar zu machen.
Neuschwanstein ist natürlich gar nicht mehr aufzuhalten und steigt exponentiell auch in der Bildwiedergabe, in der Bildkopie. Jeder möchte es haben, jeder möchte ein Selfie haben. Und die Werbung für Schloss Neuschwanstein, ja, ist ein Selbstläufer. Das Schloss ist eine Goldgrube. Souvenirs mit der Silhouette in fast jeder Form und Farbe verkaufen sich gut. Kitsch und Krusch vom Kini. Die Besucher sind begeistert vom Hauch der Geschichte. Wir sind heute mitten in der Hochsaison im Sommer und man sieht, welcher Andrang da ist. Und Sie alle, die hier da sind, suchen wahrscheinlich etwas. Erstens eine Verwirklichung oder eine Überprüfung der Bilder und Fotos, die Sie selbst schon mal gesehen haben, Bilder, die Sie im Kopf haben, vielleicht auch eine gewisse Sehnsucht, ein Märchenschloss zu entdecken oder was ein Märchenschloss sein kann. Jeder von uns trägt ja Sehnsüchte und die werden vielleicht auch hier im Schloss Neuschwanstein erfüllt. Seit Jahren bereitet die Bundesrepublik den Antrag Gebaute Träume vor, um bei der UNESCO als Welterbe aufgenommen zu werden. Der Weltkulturerbe-Titel setzt sie auf eine Ebene wie Pyramiden in Gizeh oder Paris und Eiffelturm. UNESCO-Welterbe heißt auch Schutz und Verantwortung langfristig. Und gerade Neuschwanstein braucht das im Umfeld auch, weil es eine einzigartige Kulturlandschaft ist. Bis heute beflügelt das Schloss unsere Fantasie. Ich finde es total schön, in Neuschwanstein zu sehen, wer kommt. Dass Leute aus Indien da sind, aus China, aus Amerika, Italiener und die alle mit offenem Mund da im Schlosshof stehen und Fotos machen und Selfies und keine Ahnung. Und ich finde das total völkerverbindend und also ein bisschen urdemokratisch, dass halt jeder kommt und jeder sich das anschaut, jeder sich einen anderen Zugang hat, aber dass sie trotzdem irgendwie alle da treffen. Wer sich auf den königlichen Träumer und sein Schloss einlässt, wird belohnt. Mit Eindrücken aus einer fantastischen Welt.